Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Löwenbräu-Areal. Die zweite Vorlesung der ZHDK, der Zürcher Hochschule der Künste zum Thema globale Kultur findet heute Abend statt. Und dazu heiße ich Sie sehr, sehr herzlich willkommen. Globalität hat ja sehr viele verschiedene Implikationen. Eine davon ist Ubiquität, die Präsenz an möglichst vielen verschiedenen Orten der Welt. Wir haben das mit unserer Vorlesungsreihe auch ein bisschen vor. Beim ersten Mal sind wir im Tone-Areal gewesen, der künftigen Hauptspielstätte der Hochschule. Heute sind wir hier im Löwenbräu-Areal. Beim nächsten Mal werden wir wieder woanders sein. Das heißt also, wir versuchen zumindest in Zürich auf Reisen zu gehen und immer wieder neue Orte für uns zu erschließen und vielleicht auch für Sie. Beim ersten Mal waren wir auf einer Baustelle, heute sind wir immerhin schon in einem fertiggestellten Gebäude. Aber auch dieses Gebäude ist ziemlich neu, wie Sie wahrscheinlich wissen. Soweit ich weiß, ist das eigentlich die erste Veranstaltung dieser Art in diesem Raum. Und darauf bin ich natürlich ganz besonders stolz, dass es uns gelungen ist, wieder an einem neuen Ort zu sein mit unseren neuen Themen. Ich möchte auch gleich sagen, ich habe das in meiner ersten Vorlesung vor 4 Wochen schon angedeutet, dass Globalisierung nicht unbedingt immer mit der ganzen Welt zu tun haben muss, sondern auch unterschiedliche andere Dimensionen von Austausch und von Interaktion bedeuten kann, zum Beispiel eben auch die Form der Entgrenzung und der Vernetzung von Dingen, die bisher begrenzt und nicht vernetzt gewesen sind, und der gegenseitigen Interaktion von sehr kleinen und sehr großen Dingen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass unsere heutige Veranstaltung ein besonders gutes Beispiel dafür ist, was wir eigentlich mit global unter anderem meinen. Auf den ersten Blick geht es heute um einen Sammler, der sich fast 30 Jahre lang fast ausschließlich mit der chinesischen Gegenwartskunst beschäftigt hat. Aber das Ergebnis ist dann eben doch nicht nur die Auseinandersetzung mit China und dem China der letzten Jahrzehnte. Sie müssen sich vorstellen, 2200 Kunstwerke sind heute nur wenige Dutzend Kilometer von hier entfernt in einem Lager in einem 100-Seelendorf in der Nähe von Sursee untergebracht. Und diese 2200 Kunstwerke der chinesischen Gegenwartskunst, man könnte sagen, sind so etwas wie der Kodex, um diese Gegenwartskunst zu verstehen. Und wir sprechen von China, der aufkommenden Supermacht des 21. Jahrhunderts. Mauensee auf der einen Seite, China auf der anderen. Und dazwischen natürlich ein riesiges Netzwerk von sehr vielen verschiedenen Beziehungen, die sich keineswegs nur auf nationale oder topografische oder geografische Dimensionen beschränken lassen. Uli Sick, und von ihm spreche ich, der heute Abend zu uns sprechen wird, ist 1946 geboren worden, übrigens, wenn ich das verraten darf, vor wenigen Tagen gerade Geburtstag gehabt, und hat eine sehr ungewöhnliche Biografie, ich würde sagen, eine in gewisser Weise exzentrische Biografie. Er ist Ruderer, professioneller Ruderer gewesen und insofern auch international erfolgreich bereits als Ruderer in jungen Jahren. Er ist in gewisser Weise Ruderer geblieben, aber in anderen Disziplinen. Er hat als Wirtschaftsjournalist gearbeitet, ist übrigens auch promovierter Jurist. Er hat 1979 dann wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung in seinem zumindest beruflichen Leben getroffen, indem er sich entschieden hat, für die Firma Schindler Lifte nach China zu gehen. Man muss sich vorstellen, dass China damals ungefähr so abgeschlossen war wie Nordkorea heute. Und das ist im Grunde genommen noch so gut wie ausgeschlossen gewesen, ist, dass Ausländer, insbesondere aus westlichen Ländern, in diesem Land sich überhaupt bewegen konnten, geschweige denn mit der dortigen Administration in eine Zusammenarbeit eintreten konnten. Damals, Sie wissen es vielleicht, 1979 war Mao bereits 3 Jahre tot. Und auch die sogenannte Viererbande, die auf Mao gefolgt ist, um Maos Witwe herum bereits abserviert worden. Aber es bestand eine große Unklarheit darüber, wohin dieses Riesenreich, das damals ja in einer gewaltigen politischen, sozialen, kulturellen Krise war, eigentlich steuern würde. Und ich denke, im Lande selbst hat es auch niemand gewusst.
Und es gab auch noch keine Führungsperson, die Mao und die Viererbande langfristig würde ersetzen können. Erst das, das hat sich alles im Laufe der 80er Jahre erst herausgebildet. In dieser Zeit einer großen Unsicherheit, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch, hat also Ulrich Sieg dieses Land betreten und hat auf exemplarische Weise vorgemacht, dass Geschäfte machen und wirtschaftliche Kooperationen entwickeln inzwischen auch in China möglich ist. Aber nur, wenn man sich voll und ganz mit Haut und Haaren und auch mit großem persönlichem Risiko einem solchen Abenteuer stellt. Und das hat Ulrich Sieg getan. Er ist also 1980 dann für die nächsten 10 Jahre Vizepräsident der Schindler AG China gewesen und hat also mit allen denkbaren und undenkbaren politischen und sozialen Konstellationen in einem bis dahin geschlossenen Land zu leben und zu arbeiten gehabt, um dieses Pilotprojekt einer wirtschaftlichen Kooperation zwischen Rotchina und einem westlichen Konzern auf die Beine zu stellen. Muss ich vorstellen, das war wirklich das einzige Projekt dieser Art. Und insofern hatte das natürlich auch sowohl für China selbst als auch für die westliche Welt eine große Bedeutung. Ulrich Sieg ist später nach Harvard eingeladen worden oder selbst von Michail Gorbatschows Regierung nach Moskau, um zu berichten, wie eigentlich in China Versuche unternommen worden sind, mit dem Kapitalismus sozusagen ins Geschäft zu kommen. Das heißt, er hat eine unglaubliche Schlüsselrolle gespielt für beide Seiten, sowohl für die westliche Welt als auch für China. Das alles muss man schon, glaube ich, wissen, wenn man sich vorstellt, wie Ulrich Sieg eigentlich in dieses Gebiet der Kunst gekommen ist. Weil stellt sich nämlich heraus, dass Ulrich Sieg, als er dann in China gearbeitet hat, keineswegs nur Manager geblieben ist, sondern sehr schnell etwas entwickelt hat, von dem ich glaube, dass es eigentlich zu den wichtigsten Aufgaben der Kunst und auch der Kunstbetrachtung gehört, der Kunstarbeit gehört. Nämlich, er hat eine spezifische Neugier dafür entwickelt, wie Kunst ihm dabei helfen kann, das Land zu verstehen. Eigentlich muss man sagen, dass er aller Voraussicht nach deswegen Kunst zu sammeln begonnen hat, weil er China verstehen wollte und ihm das Gefühl vermittelt worden ist, dass die chinesische Gegenwartskunst eine besonders gute Ausgangslage ist und ein besonders interessantes Instrument ist, um diese Gesellschaft besser zu verstehen. Das ist trotzdem sehr schwierig gewesen, aber darüber können wir vielleicht später sprechen. Jedenfalls, Ulrich Sieg ist 10 Jahre lang Unternehmer oder beziehungsweise Manager für Schindler AG gewesen, hat dann selbst ein eigenes Büro in China aufgebaut für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen. Bevor er dann sehr überraschend nochmal einen völlig neuen Beruf ergriffen hat, er wurde nämlich Diplomat. Er wurde, auch das spricht in gewisser Weise für seine Neugier auf neue berufliche Herausforderungen. 1994, wenn ich mich nicht irre, den Ruf der Schweizer Regierung angenommen und wurde Schweizer Botschafter für China, Nordkorea und die Mongolei und hat diese Aufgabe 4 Jahre lang wahrgenommen. Hat also dann in öffentlicher Funktion als Diplomat die Schweiz vertreten in diesen 4 wichtigen Jahren, in denen natürlich inzwischen China sich völlig verändert hatte gegenüber der Zeit, in der Ulrich Sieg dieses Land kennengelernt hat. Und gerade auch seine lange Vorgeschichte hat ihm natürlich in vielerlei Hinsicht dabei geholfen, in dieses Land auch auf besondere Weise einzudringen, Kontakte zu knüpfen und dieses Land zu verstehen und auch sich mit der chinesischen Gegenwartskunst auseinanderzusetzen. Und diese Voraussetzungen waren nötig dafür, dass diese einzigartige Sammlung zustande gekommen ist. Seit einigen Jahren lebt Ulrich Sieg, also eigentlich seit dem Ende seiner Amtszeit als Botschafter, lebt Ulrich Sieg wieder in der Schweiz, in der Nähe von Sursee auf Schloss Mauensee und hat also inzwischen eine Sammlung zustande gebracht von 2200 Werken. Es gibt keine vergleichbare Sammlung dieser Art, weder in China selbst noch weltweit. Insofern spielt also diese Sammlung eine enorme Rolle für die Kulturgeschichte und Kunstgeschichte dieses Landes, wie ich eben schon sagte, eines der wesentlichen und wichtigsten Länder unserer Zeit. Ulrich Sieg selbst hat davon gesprochen, dass es sich dabei eigentlich um so etwas wie ein Dokument handelt. Und er hat selbst auch davon immer wieder gesprochen, dass er sich selbst eigentlich als Forscher verstehe. Er hat natürlich nichtsdestotrotz auch eine große Rolle gespielt auf die Einflussnahme, wie ein Markt chinesischer Gegenwartskunst stattgefunden hat. Weil Sie können sich vorstellen, wenn man
ein derartig großer und erfolgreicher Sammler ist, da spielt man natürlich für den Markt eine besonders große Rolle. Einige der Künstler, die er noch kennengelernt hat, als sie so gut wie nichts verdient haben und im Untergrund leben mussten, sind heute Millionäre. Wir werden sicherlich auf dieses Thema später noch zu sprechen kommen. Und vielleicht als Schlussbemerkung von mir vorausgeschickt noch kurz mal einen Blick auf die Globalität oder ja, Ubiquität der SIX-Sammlung heute. Ich habe hier mal aufgeführt, an welchen Stellen die Teile der Sammlung bereits zu sehen gewesen sind. Das sind also natürlich vor allen Dingen Städte in der Schweiz. Die ersten Ausstellungen sind ja bereits 2004, 2005 in Bern, in Luzern gelaufen, später in Hamburg, Salzburg. Aber inzwischen hat sich natürlich der Aktionsradius sehr ausgeweitet. Da gehört auch Canberra oder Sydney dazu, Berkeley oder Boston. Und das sind natürlich nur wenige Stationen, die auch nur etwas berichten über größere Gesamtausstellungen der Sammlung. Einzelne Werke sind in vielen anderen Museen inzwischen gezeigt worden und werden auch weiterhin gezeigt. Wichtige Schlagzeilen hat Uli Sieg vor etwa einem Jahr gemacht. Wir werden darauf später wieder zu sprechen kommen. Uli Sieg hat sich nämlich entschieden, und das war, auch darauf kommen wir sicherlich nochmal im Detail zu sprechen, immer seine Absicht, eines Tages die gesamte Sammlung einer öffentlichen Institution in China zu übergeben. Das heißt also, er hat nie im Interesse gesammelt, damit wesentlich Geld zu machen oder möglicherweise seiner besonderen Vorliebe für chinesische Gegenwartskunst nur nachzugehen, sondern er hat in gewisser Weise eine öffentliche Aufgabe übernommen, die zu diesem Zeitpunkt in den letzten Jahrzehnten in China sonst niemand wahrgenommen hat. Und das ist der Grund gewesen, warum viele bedeutende Künstler ihm auch Werke gegeben haben, weil sie einfach davon überzeugt waren, dass früher oder später Uli Sieg ihnen dabei helfen wird, diese Kunst in die Öffentlichkeit zu bringen, was ja bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach wie vor schwierig ist. Inzwischen wird es aber ein solches Museum geben. In Hongkong hat man damit begonnen, ein großes Museum für chinesische Gegenwartskunst zu bauen, das sogenannte M+. Und Uli Sieg hat sich vor einem Jahr entschieden, seine Sammlung an dieses Museum zu geben. Das ist viel kommuniziert worden, auch in der Schweizer Presse. Wir kommen darauf vielleicht später noch zu sprechen. Jedenfalls ist es so, dass 1600 der 2200 Werke in den nächsten Jahren nach Hongkong gehen werden. Das Museum wird aber erst 2017 fertig sein. Das heißt also, in den dazwischenliegenden Jahren wird Uli Sieg die Sammlung weiterhin verwalten. Wie gesagt, es sind 2200 Werke. Sie können sich vorstellen, dafür braucht man ein Riesenmuseum, um das alles zu zeigen. Deswegen wird es so sein, dass auch in den nächsten Jahren weiterhin immer noch ein Großteil der Sammlung für die Öffentlichkeit eigentlich unsichtbar bleiben wird und die Spannung natürlich groß ist, was eigentlich in der Sammlung sich alles befindet. Wir haben heute nicht exklusiv, aber doch meiner Meinung nach sehr exzeptionell die Gelegenheit, zumindest einen Querschnitt über die Sammlung präsentiert zu bekommen und das vom Sammler selbst. Ich würde jetzt Uli Sieg gerne bitten, zu uns zu kommen, zu mir zu kommen und seine Präsentation uns zu zeigen. Und wir haben das so besprochen, dass Uli Sieg vor allen Dingen seine Sammlung jetzt vorstellt und wir im Anschluss daran ins Gespräch kommen über seine Erfahrungen, über seine Sammlung und dieses Gespräch natürlich auch dann in Ihre Richtung öffnen werden. Guten Abend. Vielen Dank, Michael, für diese Einführung. Ich wünschte mir, meine Mutter wäre hier. Ich komme nun zu der Präsentation. Können Sie mir helfen, um das Ding aufzumachen? Nun, der Titel ist etwas ambitiös, die Erzählung der chinesischen Gegenwartskunst ambitiös deshalb, weil es die Erzählung noch nicht gibt. Das macht ein Faszinosum aus der chinesischen zeitgenössischen Kunst. Sie ist zu jung, der Kanon ist noch nicht geschrieben und über die Deutungshoheit für diesen Kanon sind die Diskussionen in vollem Gang. Um nicht zu sagen, der Streit in vollem Gang. Nun, ich führe Sie durch diese kurze Erzählung anhand von Arbeiten aus meiner Sammlung oder vielmehr teilweise aus der Sammlung
Plusig Collection, wie sie sich nennt. Ich muss mich noch an die neuen Eigentumsverhältnisse gewöhnen. Ich beginne mit dem Vorherbild. Es ist wichtig, die Kunst zu kennen, die vor der zeitgenössischen Kunst China vollständig dominiert hat. Es ist dies der sozialistische Realismus. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel, ein wichtiges Bild aus der Zeit der Kulturrevolution. Damals war von Mao höchstpersönlich noch die Richtung vorgegeben. Kunst hatte nur eine Funktion, die Massen zu erziehen. Und in dem Sinne waren die Grenzen strikt festgelegt. Es blieb auch kaum Raum für private Fingerübungen der Künstler in einer anderen Stilrichtung. Die Künstler mussten sich gegenseitig überwachen. Es war mit sehr hohen Risiken verbunden, etwas anderes zu tun als eben diesen sozialistischen Realismus. Sie erkennen darin auch noch die sowjetische Schule. Und in der Tat, Mao war in den 50er Jahren in Moskau des Öfteren und er war sehr angetan von dieser Kunst, eben dem sozialistischen Realismus, der ihm sehr geeignet schien, die Massen eben zu erziehen. Die Massen, die oft des Lesens noch nicht mächtig waren, mit diesen Bildern auf den richtigen Weg zu bringen. Nach Moskau war ja dieser Realismus gekommen eigentlich aus Europa. Der romantische Realismus der französischen Schule ist vielleicht der Ursprung dieser Kunst. In diesem Bild, Sie sehen auch den Titel, also das Wasser von der Milchstraße holen, sehr ehrgeizig. Es zeigt eben diesen revolutionären Aufbruch. Es zeigt die eigentlich die wie sagt man, die Farmer, die Bauern, eine wichtige revolutionäre Kraft im Aufbau des neuen China. Und es gab einen genauen Kodex, was in einem solchen Bild ganz genau enthalten sein muss. Eben das Kind, der Alte, die Frau, das Militär. Die Farben waren auch vorgeschrieben, die rosigen Wangen etc., die eben diese Freude an der Arbeit und am Aufbau des neuen Chinas zeigen. Ich bin etwas ausführlich zu dieser Kunstrichtung, weil sie so wichtig ist, um die ersten Generationen der Gegenwartskünstler überhaupt zu verstehen. Sie sind mit eben diesen Bildern aufgewachsen. Sie hatten im Grunde keinen Zugang zu einer anderen Kunst. Zum Beispiel während der Kulturrevolution waren ja auch die Akademien geschlossen, es gab keine Ausbildung. Von diesem Bild gab es Millionen von Postern, die in den Büros hingen, die auch in den Häusern hingen. Also diese Bildwelt hat die Künstler geprägt und deshalb sehen wir immer wieder Fragmente später aufscheinen. Man kann dann auch besser verstehen, wenn man das sieht, was das für einen Bruch bedeutete, die zeitgenössische Kunst, die ihren Anfang nahm 1979. Und zwar hat das seinen Grund in der Öffnung Chinas nach außen von Deng Xiaoping angeordnet im Dezember 1978. Zuvor war dieses kurze Interregnum der Viererbande etc., die noch immer dem Kommunismus in seiner härtesten Ausprägung nachging und mit dieser Öffnung von Deng deklariert, um China aus diesem Sumpf, in den es sich selbst manövriert hatte, unter Mao herauszuziehen. Also mit dieser Öffnung gab es dann plötzlich einen Freiraum für die Künstler. Und in den nächsten Bildern sehen wir, wie sie diesen Freiraum nutzten. Ich selbst war ja eben 1979 nach China gekommen. Ich habe mir versprochen, von der zeitgenössischen Kunst eigentlich mir einiges erlernen zu können, weil ich ja nur einen sehr eingeschränkten Ausschnitt der Realität zu sehen bekam. Aber diese Kunst der allerersten Zeit
Hier haben wir ein Beispiel, Wang Keping, eine Skulptur, die hat mir eigentlich nicht vermitteln können, was ich mir erhoffte. Wir sehen hier zum Beispiel diese Skulptur, sie zeigt quasi die schwere Hand des Kaders auf dem Mund eines Chinesen, Kette am Hals. Dieses Werk, wie auch das nächstfolgende, ein Bild, das uns da kaum Bewunderung abbringen mag, diese Bilder waren an dieser ersten Ausstellung 1979 der Star-Gruppe. Und Zehntausende von Chinesen haben sich vor diese Bilder gestellt und haben diskutiert, wie kann es denn sein, dass es jemand wagt, ein Abbild von dieser Situation darzustellen. Das war fast unvorstellbar, dass ein Künstler so etwas tun konnte. Hier ging es um große Diskussionen stilistischer Art. Man konnte nicht verstehen, dass es solche elongierten Figuren geben soll, die es doch in der Realität nicht gab. Ein weiteres Bild, 1981, zeigt die Gehversuche in der abstrakten Kunst. Abstrakte Kunst war verboten als imperialistischer Formalismus unter Mao. Und es war schon sehr kühn, sich solchen Dingen hinzugeben. Und die Künstler damals machten diese ersten Gehversuche, die in unserer Welt die Studenten in der Akademie, denke ich, absolvieren. Und es sind diese Gehversuche, die wir hier sehen, in einer anderen künstlerischen Sprache, die uns nicht beeindrucken. Man muss gestehen, dass sie zum globalen Kunstdiskurs dieser Zeit nichts beitragen, aber sie sind außerordentlich wichtig für die chinesische Kunstgeschichte. Wenn wir dann weitergehen, die Jahre 86 folgende, kann man vielleicht so datieren, dass die Künstler zu einer eigenen Sprache gefunden haben und es beginnt jetzt auch für uns interessanter zu werden. Hier Guwen Da, ein Künstler, der mit dieser Arbeit eigentlich die traditionelle Tusche auf Papiermalerei aufs Korn genommen hat. Er hat diese Zeichen, die nichts bedeuten, im Grunde als erster zu Papier gebracht und er musste auch die Akademie, an der er eine Lehrtätigkeit beginnen konnte, verlassen. Er ist dann nach Amerika emigriert. Auch in dieser Arbeit sehen wir einen Künstler, der sich zunächst mit der Schrift befasst hat. Es ist die Schrift, die ja im Kern der chinesischen Tradition eigentlich steht und die auch für die Chinesen ihr Selbstverständnis ausmacht, die eigentlich zuerst als Zielscheibe dieser zeitgenössischen Kunst herhalten musste. Xu Bing hat hier in diesem Buch etwa 4500 Buchstaben oder Zeichen entwickelt, die alle nichts bedeuten, die keinen Inhalt haben. Und diese Arbeit hat auch ihn seine Stellung an der Akademie gekostet. Es hat auch sehr turbulente Diskussionen, Sitzungen gegeben in der Akademie und man konnte es nicht glauben, dass diese Arbeit nichts bedeutet, diese Zeichen nichts bedeuten und also ich glaube zu konspirativen Verdächtigungen und so weiter. Auch er ist nach Amerika emigriert. Also es war nun in diesen frühen 60er Jahren eine Zeit, wo die zeitgenössische Kunst eigentlich im Untergrund ihren Anfang nahm und wo es noch durchaus gefährlich sein konnte, diese Kunst auszuüben. Hier dann ein Sprung 87. Hier sehen wir dann schon, wie die Ölmalerei, ein Medium, das keinen chinesischen Ursprung hat, das aus Europa von chinesischen Künstlern nach China gebracht wurde in den 20er, 30er Jahren, die sich in Paris inspirieren ließen. Die haben eigentlich die Ölmalerei nach China gebracht und die zeitgenössische Kunst hat sich hier dann bemächtigt, weil sie eben anders war als die Tradition.
Das ist eine Gruppe von vier Arbeiten, die war sehr bedeutend und sie stand in den Medien in China und auch außerhalb für diese Ausstellung 1989. Die eine große, vergleichsweise freie Ausstellung zur zeitgenössischen Kunst in Peking, in der Nationalgalerie, die allerdings dann geschlossen wurde, weil es zu verschiedenen Vorfällen kam, zum Beispiel ein Schuss als Teil einer Performance in eine Telefonkabine im Museum. Niemand war vorbereitet auf diese Performance und so weiter. Aber also wir sehen, hier wird die Sprache schon ein bisschen westläufiger auch. In diesem Bild sehen wir dann schon sehr offensichtlich die politische Dimension der zeitgenössischen Kunst. Dieser Künstler Wang Guangyi hat es als der Erste gewissermaßen gewagt, Mao direkt abzubilden. Er hat dazu ein offizielles Porträt verwendet. Es gab 7 oder 8 offiziell sanktionierte Porträts von Mao. Und damit die alle gleich ausfielen, wurden sie durch diesen Raster definiert, damit sie sowohl in Urumqi wie auch in Shanghai eben gleich aussehen. Er hat den Raster dann eben im Bild auf Mao gesetzt. Ein Bild, das ja auch sehr viele Kontroversen ausgelöst hat. Mit dieser Ausstellung 89 im Februar, die dann geschlossen wurde, wie eben geschildert, kam dann diese Periode relativer Freiheit in der bildenden Kunst zu einem Ende. Im Juni waren ja dann die Vorfälle auf dem Tiananmenplatz und das war eigentlich Sieg der reaktionären Kräfte über die Reformer und damit kam es zu einem abrupten Halt in der kulturellen Tätigkeit auch und die Künstler wurden erneut tiefer in den Untergrund gezwungen und es kam dann zu dieser Stilrichtung, die dann eigentlich den Erfolg der chinesischen Kunst im Westen begründete. Dieser zynische Politrealismus, wie er von einem chinesischen Kurator definiert wurde, er zeigt eben diese, also hier diesen Youngster, wie er da das alte China aufziehen sieht und die beiden haben nichts mehr gemeinsam. Die Künstler waren in eine Resignation gedrängt, sie haben unterschiedlich reagiert. Dieser Künstler beispielsweise hat immer diese grinsenden Gesichter gemalt. Es ist kein fröhliches Lachen, wie Sie sehen. Es ist eine Reaktion eben auf diese Umstände, auf dieses nicht ändern können der Repression etc. Eine andere Weise auf diese Situation zu reagieren, Zhang Xiaogang, er war eigentlich der Erste, der im Westen mit diesen Arbeiten Aufmerksamkeit erzeugte. Er war der Erste, der einen unmittelbaren Zugang offenbar auch eines westlichen Publikums ermöglichte, das kein Kontextwissen hat. Und er war dann auch der Erste und heute auch der Erfolgreichste im chinesischen oder im Markt der chinesischen zeitgenössischen Kunst. Das ist eigentlich der zweite Star im zeitgenössischen chinesischen Markt, der es geschafft hat, international, aber auch in China selbst, das Interesse einer sich formierenden Sammlergemeinde, die man vielleicht seit etwa dem Jahr 2000 diagnostizieren kann, die also auch ihre Herzen und Portemonnaies erobert hat. Hier sehen wir auch, dass diese zynische Politrealismus eigentlich zu einem Politpop mutiert hat. Dieses Bild beispielsweise wurde von den Times Magazine zum Titelbild gewählt, 50 Jahre Volksrepublik China. Es ist insofern auch interessant,
als es aufzeigt, wie wenig Kontextwissen jedenfalls damals im Westen vorhanden war zur chinesischen Kunst. Dieses Bild basiert auf einem sehr wichtigen Foto, das den Besuch von Mao bei den Bauern von Shaoshan, so hieß es in den 50er Jahren, zeigt. Also er sitzt auf der Bank, er raucht, hinter ihm die ihn verehrenden Bauern. Der Künstler hat dann Deng Xiaoping hinzugefügt und im Hintergrund Jiang Zemin. Und wir sehen hier gewissermaßen die beiden Cracks, also Mao und Deng, die da miteinander parlieren. Und Jiang Zemin ist hier eigentlich zu den Bauern gestellt. Er hält dieses Teeglas, wie der chinesische Fahrer jeweils mit sich führt. Er ist eigentlich völlig disqualifiziert in diesem Bild. Die Chinesen haben diese subtile Botschaft verstanden, nicht aber die Redaktion vom Time Magazine. Und so wurde dann diese Time-Issue auch beschlagnahmt in China. Hier haben wir dann Mitte der 90er Jahre eine Arbeit, und Ai Weiwei hatte immer einen sehr scharfen Blick für die Dinge, wie sie sich entwickeln würden, vorausschauend. Es geht hier eigentlich um den Anbruch des Konsumismus in China. Das war so Mitte der 90er Jahre, wie diese Öffnung und die wirtschaftliche Reformen zu einem wachsenden Wohlstand der chinesischen Gesellschaft geführt hatte. Und es begannen Dinge eben wie Konsum, Coca-Cola, dergleichen zu dominieren. Eine nächste Arbeit bezieht sich auch darauf, Chanel, die Brands, die internationalen Brands, die nun in China tätig wurden. Wir sehen hier gewissermaßen die Sprache der Kulturrevolution, der Propaganda der Kulturrevolution und dann die Sprache der Westpropaganda, nämlich der Werbung, auf derselben Oberfläche. Performance war ebenfalls in allen offiziellen Kunsträumen verboten. Das hatte seine Ursache vor allem in Zensurmaßnahmen. Die Performance ist ja per Definition nicht kontrollierbar. Sie ist auch nicht vorhersehbar für die Behörden. Und in dem Sinne war also Performance in den 90er Jahren erst Vokabular der Chinesen. Es war noch immer eine gewagte Tätigkeit. Wir sehen hier den Künstler, wie er rotes Pigment in diesen Fluss schüttet, der aus der Provinz Hunan, wo Mao geboren wurde, quasi ins Meer fließt. Und also diese Blutspur will er da repräsentieren. Eine weitere relativ frühe Performance. Man muss auch sagen, die Performance hat großen Aufschwung genommen, wie Gilbert und George einen China-Besuch machten und auf verschiedene Künstler trafen. Es war damit den Künstlern möglich, überhaupt Informationen im Vorfeld dieses Besuchs zu Performance etc. zu bekommen. Und das hat zu einem eigentlichen Boom geführt. Die Künstler haben sich vorbereitet auf diesen Besuch von Gilbert und George, und das hat zu verschiedenen Performance-Aktionen geführt. Diese Arbeit, Washing the River, ist vielleicht die früheste Arbeit, die sich mit der Umwelt in China befasst. Ein Thema, das mittlerweile alles dominiert, auch in der innenpolitischen Diskussion. Sie hat hier in diesem schmutzigen Fluss durch die Dorfmitte, hat sie dieses Wasser eingefroren und sie hat dann die Dorfbevölkerung ihr eigenes Wasser waschen lassen. Fotokunst. Es war sehr lange in China nur möglich den professionellen Fotografen, weil Künstler gar nicht über die Mittel verfügten, sich eine Kamera zu beschaffen. Und so gab es zwar diese eigentlich sehr reichhaltige
Fotografen, wie man sie immer nennen will. Aber es gab kaum Künstler, die sich des Mediums Foto bedienten. Und hier sehen wir, also wie Foto auch in China als Medium Einzug nahm, mit der Verfügbarkeit der Kamera und dann natürlich mit der digitalen Kunst. Es war auch so, dass Foto es noch schwer hatte, auf einen Käufer zu treffen. In China, wo ja das Kopieren gewissermaßen Zeichen von Intelligenz ist, glaubte niemand an das Format der Foto, an die begrenzte Auflage und an eine Gewähr des Künstlers, dass diese Auflage auch nicht überschritten werden sollte. Also solche Themen haben den Einzug der Fotografie in die Kunstwelt noch mehr erschwert, als das bei uns im Westen der Fall war. Das zeigt eine weitere, mittlerweile sehr bekannte Fotoarbeit, wo der Künstler, eigentlich eine chinesische Legende, sich einschreibt, chinesische Namen. Es ist ja so, dass es nur etwa 400 Geschlechtsnamen gibt in China. Und viele Künstler oder viele chinesische Individuen führen auch ihre Namen in mehrtausendjährigen Reihen zurück auf ihre Ahnen. Diese Arbeit hat auch damit zu tun. Mittlerweile ist die abstrakte Kunst, hier haben wir vielleicht den wichtigsten Exponenten, der schon sehr lange Zeit immer mit dem Zeichen des Kreuzes, also nicht religiös besetzt, aber einfach als eine Figur, arbeitet auf allen Medien. Und er war lange eigentlich völlig alleine mit der abstrakten Kunst. Sie stieß auch nicht auf Verständnis in einem Publikum. Ein Publikum und auch eine Kunstausbildung, die den Realismus oder die figurative Kunst ins Zentrum stellte und jeweils eben die ganze Ausbildung daraufhin konzentriert hat und die abstrakte Kunst führte ein völliges Schattendasein. Mittlerweile hat sie sich aber doch einen recht bedeutenden Platz erobert, hat auch damit zu tun, dass man hier politische Einschränkungen etc. Umgehen kann, dass diese nicht-politische Kunst in der Weise auch weniger Schranken unterlegt ist. Kommt hinzu, dass die westliche Welt an der abstrakten Kunst sehr viel mehr Interesse zeigt als an der Figuration, die noch immer sehr stark mit politischer Kunst in China identifiziert wird. Ein weiteres Beispiel eines jungen Künstlers, der abstrakt arbeitet. Hier ein Blick, allerdings schwer, das fotografisch gut wiederzugeben, auf eine andere Richtung, in der die chinesischen Künstler sich auszeichnen. Es ist eine Arbeit, die quasi eine meditative Arbeit ist, die eine sehr, sehr arbeitsintensive Kunst bedeutet, die, es ist sehr oft eben Ink on Paper, die eigentlich den Künstler eine Akribie abverlangt, wie wir sie sonst kaum mehr vorfinden in der Kunstwelt. In China gibt es eine große Zahl solcher Künstler. Dieser Künstler beschreibt diese Reispapierbögen. Es gibt dann eben sehr viel noch kleiner gezeichnete Arbeiten, die Monate in Anspruch nehmen. Und hier sehen wir ein anderes Beispiel, Lu Qing. Diese Arbeit, 47 Meter lang, bedeutet ein Jahr in ihrem Leben. Jeden Tag hat sie sich hingesetzt und an diesem Seitenband diese Quadrate aufgemalt. Also hier finden wir sehr schön dieses sich ausleeren auf das Medium,
diese ja, meditative Dimension. Hier vielleicht ein weiteres Beispiel dazu. Ein sehr junger Künstler, er hat als Formel für seine Arbeit gewissermaßen die Zahl Pi erwählt. In diesem Bild malt er die Zahl Pi um 10.000 Stellen. Es ist ja eine Zahl, die kein Ende hat. Und es ist auch eine Zahl, die sich nirgends wiederholt. Also es eignet ihr diese mathematische Gesetzmäßigkeit. Und er malt diese Zahl mit Punkten, also zum Beispiel, man vermag es kaum zu sehen, also sie beginnt links oben mit den 3, das sind dann 3 Farbpunkte, die etwa 1 Zentimeter lang sind, das Bild ist eigentlich dreidimensional, und da kommt 1 in einer anderen Farbe, da kommt 4, 10.000 Stellen lang, also man muss diese, wie soll ich sagen, diese Passion aufbringen, muss man zuerst mal aufbringen. Eine andere Richtung, die eigentlich sehr an Fahrt gewonnen hat, ist die Rückwendung zur Tradition. Es ist im Wesentlichen eine Rückwendung. Hier sehen wir eine Arbeit von Ai Weiwei. Auch er hat eigentlich als einer der ersten damit begonnen. Das zeigt 132 Steinzeitvasen, von denen ein Viertel mit weißer Industriefarbe bekleckert oder zerstört ist, wie man das immer formulieren will. Also es geht ihm um den Clash von der die uralte chinesische Tradition prallt zusammen mit dieser westlichen Industriewelt, die China völlig überrollt hat, in vielen Belangen, in allen Belangen kann man wohl fast sagen. Und diese Arbeit ja, stellt das sehr schön dar. Hier haben wir einen anderen Künstler, der sich eben auch dieser Tradition wieder bemächtigen will. Es geht hier um die Landschaftsmalerei. Und wir sehen in unterschiedlichen Bildern, wie sich zum einen die Künstler eben selbst in diese Tradition stellen wollen, wie dieser Künstler beispielsweise. Oder wir sehen Künstler, die sagen, ja, Tradition ja, aber nicht so wie gehabt. Wir müssen ihr ein neues Gesicht geben. Das ist zum Beispiel ein Kalligrafiegarten. Wir sehen hier unter dieser Brücke diesen Teich, chinesischen Teich, als chinesischen Kalligrafien, die zusammengeknüllt sind. Und darin hat es verschiedene Massagemaschinen, die diese Masse bewegen als Teich. Also, und dann hinten sehen wir Kalligrafien, die eigentlich über den WTO-Beitritt schreiben und dergleichen Dinge. Also hier sind Künstler, die in der Tradition bleiben wollen, sie aber fortschreiben auf eine innovative Art. Oder wir haben dieses Bild, das habe ich eigentlich gemeinsam mit dem Künstler entwickelt, wo wir uns überlegt haben, wie könnte ein Bild aussehen, das auch ein junges Publikum, das mit der Tradition nichts am Hut hat, gewinnen könnte. Und so haben wir dieses Bild in einer langen Geschichte am Computer hin und her entwickelt, mit chinesische Perspektive, mit Kalligrafie-Fragmenten, also mit dem ganzen Code, der eben in ein traditionelles Bild gehört. Und so ist ein Bild entstanden, das, so hoffen wir, eben einen neuen Blick auf diese Tradition erlaubt. Andere Künstler sehen sich klar außerhalb dieser Tradition, sie spielen damit, aber sie legen es dann ab als einen schönen Traum, mit dem sie eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Oder sie mokieren sich über die Tradition und sie machen schlechthin was ganz anderes. Eine andere Richtung, die ist allerdings mittlerweile verboten, nicht die einzige, aber vielleicht mit Erfolg verboten, ist diese Kunst, die kam Ende der 90er Jahre auf, eine Kunst mit dem Körper, mit dem menschlichen Körper, mit dem Tier. Das ist zum Beispiel eine Kreatur, die aus menschlichen und tierischen Bestandteilen besteht. Ich könnte noch sehr viel drastischere Bilder zeigen, will ich Ihnen aber ersparen. Diese Kunst zeigt eigentlich zweierlei. Einmal, dass
in China in der Gesellschaft eigentlich ein Wertevakuum herrscht. Es sind viele Arbeiten, die mit dem Körper eigentlich sehr brutal zu tun haben, die im Grunde auch aufzeigen, dass der Körper keine Bedeutung mehr hat. Es gibt auch kein Leben nach dem Tod, also nach marxistischer Doktrin, die die Gesellschaft sehr lange beherrschen sollte. Und also es zeigt diesen Umgang mit dem Körper, mit dem Menschen und eben dieses Wertevakuum, das ein zentrales Problem der chinesischen Gesellschaft geworden ist. Das ist eine andere Arbeit, das ist ein taiwanesischer Künstler. Ich habe einige Arbeiten von taiwanesischen Künstlern. Es ist eine Dreikanalinstallation, es ist sehr bewegend eigentlich, aber sehr hart, also bezieht sich auf diese Art eines Todesurteils, wie man einen Menschen zu Tode brachte im alten China. 10.000 Schnitte, Häutung des Körpers. Allerdings hat man dem Opfer vorher eine Droge verabreicht. Und also die Legende will es, dass man dann diese Vollstreckung des Todesurteils als ein Vergnügen gewissermaßen empfinden kann. Also eine Arbeit, die sich damit auseinandersetzt. Eine andere Arbeit, dieses Objekt, dieser Schreibtisch, eigentlich ein Folterinstrument. Der Künstler eben ist der Meinung, heute wird Gewalt eigentlich vom Schreibtisch aus ausgeübt. Und nicht nur der Täter, also nicht nur ist der Schreibtisch quasi Objekt, auch der Stuhl, auch der Täter selbst wiederum ist eigentlich dieser Brutalität unterworfen. Eine weitere Arbeit, die auch mit diesem Körperbewusstsein zu tun hat, ist diese menschliche Fettsäule, Civilization Pillar. Also diese Arbeit hat man mit dem Überfluss der Gesellschaft zu tun. Eben häuft dieses überflüssige Fett an, das aus dem Überfluss stammt. Ich muss noch sagen, das zweite Element, das aus diesen Körperarbeiten eigentlich für uns von Interesse ist, es zeigt, dass die Gesellschaften sehr unterschiedliche Tabus kennen, soweit es ein Tabu ist. Also Dinge, die für uns eben an der Grenze oder schon weit über der Grenze liegen, haben in China durchaus gezeigt werden können. Es war auch so, dass sogar die Zensurbehörden solche Arbeiten gesehen haben, also wie zum Beispiel diese Kreatur, oder ich habe eine Arbeit gesehen, eine Leiche einer Frau, die also so im Raum stand, nackt, und man konnte also auf eine bestimmte Weise präsentiert, man konnte sich auch um diese Leiche herum begeben. Und da war sogar die Zensurbehörde da, aber die hat sich eigentlich nur nicht wissend, was Kunst ist und ohne eine Bildung in der Art, um einen Katalog zu bemühen, was nicht erlaubt ist, also kein Mao und keine despektierliche Darstellung eines Politikers, kein Geschlechtsverkehr. Und wenn das nicht der Fall ist, eben dann würde eine solche Arbeit, die Zensur sogar, passieren. Bei uns gilt genau das Umgekehrte von den Sujets her. Eine weitere Arbeit, die ist aber nicht, das Bild ist nicht gut geraten. Es ist eigentlich eine Arbeit, die sehr viele alte Männer zeigt, quasi die alten Ideen, die Welt dominieren. Das sind Rollstühle, die miteinander die zirkulieren können. Man kann sich durch diese Installation begeben. Das will eigentlich zeigen, wie die Arbeiten immer größer werden in China. China ist eigentlich primär Größe, definiert sich durch Größe, auch in den künstlerischen Arbeiten. Vielleicht ein weiteres Beispiel. Eine Arbeit, die eigentlich die chinesischen Funktionäre zeigt. So sehen im Grunde die Leute aus, die China regieren. Es ist der so 50-jährige, 50-plus-jährige Mann, etwas übergewichtig, sehr selbstbewusst, wie wir hier sehen, Gesichtsausdruck. Und der Künstler hat
eigentlich auf einmal diese Klasse repräsentieren wollen. Er hat sich gefragt, warum die Modelle in den Akademien und in den Bildern eigentlich immer eher die Bedürftigen sind. Und er hat sich also hier mit dieser Arbeit, die viel größer ist, als wir sie hier sehen, zu diesem Thema abgearbeitet. Eine andere Arbeit hier, die auch die politische Dimension zeigt, die immer noch viele Arbeiten haben, obwohl ein großer Teil der Künstler heute wiederum anders arbeitet, vielleicht eher auch auf den chinesischen Markt zielt. Diese Arbeit ist eine Art Stasi-Archiv. Es ist ein Riesenarchiv mit 1800 Dossiers oder Fischen, würden wir wohl sagen, die alle die Beobachtungen von Nachbarn über ihre Nachbarn aufzeigen. Also eben heute hat unser Nachbar Besuch gehabt und es hat sehr konspirativ gewirkt. Oder er hat sich im Gespräch respektierlich zu Mao geäußert. Also eine Fülle von solchen Dossiers, die der Künstler höchst interessante Weise zusammengetragen hat. Auch das ist eine Rieseninstallation, wenn man sie dann völlig zeigen will. Hier haben wir das ist eine Arbeit, können wir die noch einmal? Diese Arbeit ist eine multimediale Arbeit. Ich habe sie eigentlich hier, damit Sie sehen, dass die Chinesen sich mit allen Medien beschäftigen heute. Mit allen Medien beschäftigen, dass sie absolut auf dem Stand der Technik sind, dass sie auch heute im Unterschied eben zu den ersten Bildern, die wir gesehen haben, in diesem globalen Kunstdiskurs auch vorne mithalten. Und hier haben wir so eine Arbeit, die ist in Second Life, soweit Ihnen das bekannt ist, eigentlich konzipiert worden. RMB City, also Renminbi, die chinesische Währung, Stadt. Und also wer Second Life kennt, der weiß, man kann da sich hineinbegeben mit einem Avatar und man kann dann diese Räume besuchen. Ich habe eigentlich auch mitgewirkt mit der Künstlerin, wie man das gestalten könnte, wie man diese Stadt mit zahlreichen Bauten, die man vermieten kann, zum Beispiel die große Halle des Volkes, konnte man mieten, um eine Ausstellung oder dergleichen, immer im Netz, immer virtuell einzurichten. Viele Künstler haben da Arbeiten gemacht und die Arbeit ist auch sehr interessant aus der Sicht eines Sammlers. Worin besteht eigentlich das Collectible? Ist es eine Datenbank im Netz beispielsweise? Ja, ist es auch. Oder entstehen daraus physische Produkte, so ist es auch. Also man hat dann Objekte, Fotos, Performances von anderen Künstlern in der Videoform etc. Hergestellt. Also alle diese Dinge können quasi das Werk vermitteln, sind aber nicht das Werk selbst. Second Life wird ja auch eines baldigen Todes mutmaßlich sterben. Also das sind interessante Fragen, die sich so in einer Sammlertätigkeit eben auch stellen. Damit, glaube ich, will ich mal aufhören. Also wir haben jetzt die Kunst von Kulturrevolutionszeit bis heute in einigen Beispielen gesehen. Es ist nicht die Erzählung der chinesischen Kunst, aber es soll Ihnen ein Bild vermitteln. Danke. Ja, vielen Dank, Uli. Herzlichen Dank.
auch wenn das deiner Meinung nach nicht die Erzählung gewesen ist, eine war es ganz bestimmt und eine wahrscheinlich sehr, vielseitige, vielfältige und in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich auch einzigartige, weil es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, heute chinesische Kunst in dieser umfassenden Form zu erzählen. Du hast mir vor ein paar Monaten mal ein Dokument geschickt, das damals noch nicht veröffentlicht war. Ich nehme an, es ist inzwischen veröffentlicht und ich will auch das Dokument jetzt nicht vorlesen, wo du dich beschäftigt hast mit den verschiedenen Typen von Sammlern. Und dem Dokument hast du ein Zitat vorangestellt von Duchamp, in dem es ungefähr heißt, der echte Sammler ist ein Künstler im Quadrat. Er malt nicht Bilder, sondern er malt Sammlungen. Als du Mitte der 90er Jahre intensiv begonnen hast zu sammeln und im Grunde genommen, auch wenn viele der Werke früher entstanden sind, hat deine echte Sammlungstätigkeit ja eigentlich etwas später begonnen. Du hast ja dann offensichtlich sehr schnell gespürt, dass es sehr viel mehr Kunst gibt. Man muss sich das vorstellen, dass es zu dem Zeitpunkt es keine Museen gab, es gab keine Galerien, es gab keine Kataloge, keine öffentliche Kritik. Also obwohl das Land wuchs, es gab inzwischen sicherlich auch öffentliche Kommunikation, einen öffentlichen Raum, aber eine große Ungewissheit, was es überhaupt an Kunst gibt. Und du hast damals meiner Meinung nach einen genialen Schachzug gemacht, indem du dich entschieden hast, einen Kunstpreis auszuloben für Gegenwartskunst. Und durch dieses Ausloben eines Kunstpreises auf einen Schlag natürlich irrsinnig viele Kontakte bekommen, weil viele Künstler sich gemeldet haben und interessiert haben für diesen Kunstpreis. Auf einen Schlag gab es plötzlich eine interne Öffentlichkeit über die chinesische Gegenwartskunst. Und du warst sozusagen eigentlich derjenige, der in der Mitte dieses Netzwerkes war und diesen Zugang hattest wie niemand anderes. Und dann hast du dich entschieden, das einer Mission zu machen. Und das ist eigentlich meine erste Frage. Wie kommt man dazu, als Schweizer, damals übrigens Botschafter sogar in China, wie kommt man dazu, sich die Aufgabe zu stellen, für ein Land wie China eine so spektakuläre und fundamentale öffentliche Aufgabe zu übernehmen, eine Mission zu stellen, nämlich chinesische Gegenwartskunst in dieser Extensität und Intensität zu sammeln? Ich habe mir ja ursprünglich versprochen, wenn ich mich mit der zeitgenössischen Kunst befasse, dann bekomme ich einen anderen Zugang. Das war zunächst nicht möglich, wie ich das ausgeführt habe. Später dann, eben in den 90er Jahren, war es mir dann besser möglich, direkt, also eben mich in den Untergrund zu begeben und auch im ganzen Land Künstler zu treffen, wo mir Zeit blieb. Aber ich musste dann eben feststellen, es gibt keinen Weg, Information anders als durch diese sehr aufwendige Besuchstätigkeit zu sehen und auch viele Gänge umsonst zu tun. Es ist in China wie anderswo. Man muss doch einigen Schrott sehen, um ein interessantes Werk ausfindig zu machen. Und das war dann eben ein Motiv, einen Kunstpreis zu schaffen, damit ich das Material in die Hand bekomme. Also weil es eben an der Transparenz fehlte. Und die andere Absicht war aber schon auch, dass es zu einem Diskurs in China führen könnte. Was ist denn gute, schlechte, oder vielleicht sind die Adjektive sind nicht gut gewählt, was ist dann vielleicht bedeutende Kunst und was nicht in China? Diese Diskussion war nie in einer Öffentlichkeit geführt worden und ich erhoffte mir, dass es vielleicht oder so werden könnte. Und dann auch, um internationale Kuratoren hinzubringen, und das ist vielleicht die Antwort dann auf deine Frage. Ich bin einfach auf sehr viele, sehr gute Künstler gestoßen, die absolut keine Aufmerksamkeit weder im eigenen Land und schon gar nicht im Ausland gefunden haben. Und ich erhoffte mir, und diese Mission habe ich mir selbst gegeben, einfach weil mir die Künstler, ich bedauerte dies, also für die Künstler, und ich bedauerte es für die Welt, oder, die das nicht zu Gesicht bekommen. Und so habe ich dann eigentlich meinen Fokus zusammen neu definiert und
Ich habe mir gesagt, wenn niemand sonst das tut, dann mache ich es selbst. Also was ja in dem Zusammenhang tatsächlich interessant ist, ist, dass du über relativ kurze Zeit sehr viele Künstler persönlich sehr nahe kennengelernt hast. Also hast du ja hunderte von Künstlern persönlich getroffen, immer wieder getroffen, wir haben heute auch erfahren, hin und wieder arbeitest du mit Künstlern sogar zusammen, du hast Ausstellungen kuratiert aus deiner eigenen Sammlung, in der du Künstler hinzugezogen hast, die eigene Werke dafür geschaffen haben, auch zum Teil auf Anregung von dir. Das heißt also, deine Tätigkeit ist ja unglaublich vielfältig und wenn man dir zuhört, spürt man auch, mit welcher Kompetenz ein Sammler imstande ist, über seine Sammlung zu sprechen. Das ist ja nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt ja auch Sammler, die haben Kuratoren und überlassen das sozusagen den Fachleuten. Du bist sozusagen selbst Fachmann geworden und wirst heute von vielen Kuratoren der Welt oder auch großen Museen deiner Kompetenz wegen gefragt. Es wäre übrigens alleine schon eine Ausstellung wert, nur die Werke zu zeigen, in denen Uli Sieg abgebildet wird. Es gibt also, Uli Sieg hat eine derartige, man muss schon sagen, Zuneigung erfahren von chinesischen Künstlern, dass also sehr viele Künstler ihn auch in der einen oder anderen Weise porträtiert haben. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber 30 oder 40 Kunstwerke, zum Teil von sehr prominenten Künstlern, sind geschaffen worden, die Uli Sieg zum Thema machen. Das beschreibt zumindest, dass du eine Schlüsselrolle gespielt und eine Mentorenfunktion hast. Und ich reise darauf so ein bisschen rum, weil es gab ja zumindest einen zweiten großen internationalen Sammler über lange Zeit. Und der hat einen anderen Weg eingeschlagen als Uli Sieg. Der hat nämlich vor kurzem seine Sammlung auf einer Auktion versteigern lassen. Und dadurch sozusagen ist diese Sammlung jetzt verstreut unter verschiedenen Eigentümern, die diese Werke gekauft haben. Das hat bei Künstlern, die in dieser Sammlung vertreten war, aus naheliegenden Gründen natürlich Unmut ausgelöst. Währenddem es eben bei Uli Sieg ja so ist, dass er diese Sammlung lange behalten hat, er hat sie in die Schweiz gebracht und lange Zeit eigentlich gezögert, was eigentlich jetzt weiter werden soll. Hast du eigentlich immer damit gerechnet, dass du, ich meine, du kanntest China sehr gut und hattest ja nun jahrzehntelang auch schon in diesem Land gearbeitet, dass irgendwann der Moment kommt, wo das Land reif ist für deine Sammlung? Das habe ich mir erhofft. Ich habe die Sammlung eigentlich mit diesem Ziel zusammengetragen. Also wie ich eben erkannt hatte, dass das niemand tut, habe ich gedacht, ich tue es. Aber in meinen Händen macht ja das keinen Sinn. Es macht nur Sinn in China. Und in dem Sinne hatte ich diese Vision mal so. Und in der Folge, also über die letzten 2-3 Jahre, habe ich dann also konkret die Gespräche aufgenommen in Shanghai, Beijing, Hongkong, um eben diese Vision wahrzumachen. Dann haben wir schon gesehen, dass ein Großteil deiner Arbeiten politisch motiviert ist. Und das verwundert einen auch nicht. Das Land hat einerseits eine große wirtschaftliche Öffnung erlebt und große soziale Transformationen, die mit einem unglaublichen Tempo vor sich gegangen sind. Aber auf der anderen Seite gibt es nach wie vor keine Meinungsfreiheit und insofern auch keine Kunstfreiheit. Und das führt immer wieder zu großen Auseinandersetzungen. Der prominenteste Fall ist sicherlich dein langjähriger Weggefährte und Freund Ai Weiwei, der auf diese Art und Weise zu einer Ikone geworden ist für die heutige Kunstgeneration, man könnte sagen weltweit, insbesondere aber für die junge chinesische Generation. Es ist also insofern natürlich auch für dich insofern immer heikel gewesen. Du bist ja gleichzeitig weiterhin Unternehmer geblieben, bist weiterhin aktiv in China, zum Beispiel mit Advisory Board der China Development Bank, einem wichtigen ökonomischen Instrument der chinesischen Regierung. Wie hast du das eigentlich hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt oder wie geht das eigentlich zusammen? Da muss man schon chinesisch denken, oder die Gegensätze zusammen sehen. Das ist, sagen wir, chinesische Denkweise im Unterschied zu uns, die wir eben digital denken. Entweder ist etwas das oder es ist jenes. In China geht beides und das ist mein Glück. Also so kann ich diesen Spagat aushalten. Mit einem Bein stehe ich im offiziellen China, mit dem anderen Bein stehe ich anderswo. Und es hat mir bislang keine Nachteile eingetragen. Und man weiß nie, oder, wie lange das so ist, aber ich habe vielleicht auch einen besonderen Status.
wegen diesem allerersten Joint Venture damals wagte es niemand in China zu investieren und ich habe jetzt quasi der Welt habe ich eine Geschichte erzählen können, die China sehr geholfen hat. Aber darum hat man mich immer mehr machen lassen, als das sonst wohl anderen möglich wäre. Du hast dich selbst ein paar Mal auch als Forscher bezeichnet und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Sammlung als ein Dokument. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Das ist die Frage nach dem Sammlungskonzept und wie ich eben gedacht habe, ich lege ein Dokument an, das sagt schon was aus über die Kriterien. Ich habe also meinen persönlichen Geschmack ganz in den Hintergrund gedrängt, man kann ihn ja nicht total negieren, und ich habe einfach versucht, die Produktion der Gegenwartskunst in der Sammlung zu spiegeln, über alle Medien und entlang der Zeitachse, und versuchen diese sehr unterschiedlichen Phänomene, die einen Künstler oder mehrere zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigten, einzufangen. Natürlich, man kann ja nicht alles sammeln, also es braucht eine Reihe von Kriterien, aber ganz grob ist das das Konzept. Eine ganz andere Rolle hast du ja auch gespielt, schon von Anfang an, als Vermittler, als Kulturinterpret und als, wenn man so will, Go-Between zwischen diesen beiden Welten. Das tust du eigentlich nach wie vor auch durch deine Sammlungstätigkeit, aber du hast es nicht nur auf die Kunst beschränkt, ich möchte es nur kurz erwähnen, aber viele wissen das wahrscheinlich nicht. Uli Sick hat auch eine zentrale Rolle gespielt bei der Vermittlung des Projektes Bird's Nest, also dem Architekturwettbewerb und letztendlich also der Entscheidung für Herzog und Dümmerung für das Olympiastadion in Peking vor nunmehr 10 Jahren, ist es schon wieder her. Und auch die Zusammenarbeit, die zwischen Herzog und Dümmerung und Ai Weiwei auf diese Art und Weise zustande gekommen ist. Das heißt also, du hast auch in dieser Hinsicht nicht nur Künstlern, sondern Architekten und anderen immer wieder diese Art von Türen geöffnet. Du warst auch Leiter des Pavillons zur Expo 2010 in Shanghai. Das heißt also, du spielst nach wie vor diese Rolle des Vermittlers. Du vermittelst aber nicht nur so sehr den Westen eigentlich, also das, was ja viele Vermittler heute machen, und was von uns, ich sage das jetzt mal in meinem Namen, weil ich jetzt zum Teil auch sehr viel im Ausland gearbeitet habe, was von uns oft erwartet wird oder angenommen wird, ist, dass wir importieren. Wir also sozusagen unsere westlichen Kulturgüter und Dienstleistungen in diese armen neuen Entwicklungsländer, die alle so bedürftig sind, importieren. In Wirklichkeit machst du ja genau das Gegenteil. Du importierst jetzt etwas, was du vorher exportiert hast aus diesem Land. Das heißt also, chinesische Kunst, die du gesammelt hast in China, in die Schweiz gebracht hast, bringst du jetzt zurück nach China. Kannst du vielleicht über diese letzte Geschichte, das letzte vorläufig aktuelle Kapitel deiner Sammlungstätigkeit noch mal ein paar Sachen im Detail äußern? Ich musste mich ja irgendwann dann entscheiden, wohin die Sammlung gehen soll. Und ich musste abwägen, eben Peking, Shanghai, Hongkong, also nur diese drei Städte kamen für mich in Frage. Und ich musste dann aber im Laufe der Verhandlungen einsehen, es geht noch nicht, das nach Mainland China zu bringen. Die Umstände sind nicht reif. Es hätte nur ein Bruchteil der Sammlung gezeigt werden können. Man konnte, wollte mir aber auch nicht die Regeln der Zensur offenlegen. Ich selbst war bereit, Zensur zu akzeptieren, aber nur in Kenntnis der Regeln, um abschätzen zu können, was denn überhaupt dem Publikum zugänglich gemacht werden sollte. Und diese Dinge waren nicht möglich. Umgekehrt oder entsteht in Hongkong dieses Museum mit der Dimension des MoMA in New York und die waren zwar finster entschlossen, diesen Bau umzusetzen, aber hatten weder eine Sammlung noch ein Konzept und haben eigentlich in dem Sinne alles getan, um zu dieser Sammlung zu kommen, weil die Sammlung gibt ihnen eine Strategie. Es ist auch nicht trivial für eine solche Institution,
Stand Null oder eine sinnvolle Sammlungstätigkeit zu entwickeln. Es ist auch so, dass heute schon im Jahr etwa 40 Millionen Mainland-Chinesen Hongkong besuchen. In Hongkong kann man ja zurzeit nur shoppen und dann gehen eigentlich die Ideen aus. Und deshalb auch dieses Projekt von M+. Und ich denke, dass es eine sehr geeignete Art ist, auch einem Festlandpublikum diese Kunst zu zeigen, in einem Raum, der sich zur, sagen wir, Kunstfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit bekennt. Und bin ich letztendlich nicht enttäuscht, sondern ich denke, es könnte eigentlich die beste Gelegenheit sein. Es ist auch eine einmalige Gelegenheit, um in Asien, ich möchte mal Japan ausnehmen, oder die schon sehr ausgereifte Institutionen haben, auch mit Gegenwartskunst, aber für das übrige Asien ein Modellmuseum zu bauen. Diese einmalige Chance besteht hier. Vielleicht ganz kurz, das ist allerdings diesmal Zufall, also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt oder vor allen Dingen befreundet während der Filmarbeiten, als ich den Film über Herzogenaurachs Olympiastadion vor 10 Jahren begonnen habe und Uli Sick eben wichtiger Mittelsmann war. Ein paar Jahre später habe ich in Hongkong, bin ich tätig gewesen für die Regierung in Hongkong bei der Entwicklung des Masterplans für ein Kulturprojekt, zu dem dieses Museum M+ gehört. Und das vielleicht ganz kurz mal hier, um zu beschreiben, worum es hier eigentlich geht. Es geht also um dieses Areal, 40 Hektar, direkt im Hafen gelegen, gegenüber von Hongkong Island auf dem Festland. Und dort soll also ein Kulturprojekt entstehen, das die Hongkong-chinesische Regierung sich für 3 Milliarden US-Dollar kosten lässt. Und also auf diesem Gelände wird inzwischen bereits gebaut. Da sollen eine ganze Reihe von Kulturinstitutionen entstehen im Laufe der nächsten 20 Jahre. Das war der ursprüngliche Auftrag. Also ein Teil dieser Bebauung bezieht sich auf kommerzielle Projekte, aber es gibt ansonsten einen großen Teil von nicht kommerziellen Projekten, zu denen das M+ gehört, aber eben auch eine Vielzahl von großen und kleinen Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen, die dort in den nächsten 25 Jahren gebaut werden. Und Sie werden sich natürlich fragen, was sind das für Dimensionen, 3 Milliarden US-Dollar. Sie haben vielleicht gesehen, das sind fast 20 verschiedene Institutionen, die da entstehen sollen. Uli Sick hatte schon gesagt, es sind fast jetzt schon 40 Millionen Menschen, die jährlich aus China alleine nach Hongkong kommen. Aber dieses rote Feld zeigt den Endbahnhof einer Hochgeschwindigkeitsbahn, die Städte im Pearl River Delta, die auf der festlandchinesischen Seite von Hongkong liegen, ab 2016 verbinden wird. Man geht davon aus, dass ab 2016 dann hier ungefähr 180 Millionen Menschen ankommen werden pro Jahr. Und insofern können Sie sich vorstellen, es gibt also gute Gründe dafür, dass man sich überlegt, jetzt hier ein großes Kulturzentrum zu errichten. Und das beschreibt ein bisschen das, was du eben gesagt hast über die diese Art von Doppeloptik, die man in diesem Land immer hat. Auf der einen Seite ist das also alles natürlich mit Genehmigung der Zentralregierung passiert. Auf der anderen Seite hat die Regierung von Hongkong aber immer gesagt, wir machen das auch, um uns zu positionieren als ein Kulturstandort, an dem Meinungsfreiheit möglich ist. Und nur deswegen kann auch sozusagen die Sikh-Sammlung dort gezeigt werden. Das heißt also, viele Chinesen werden in Zukunft auch nach Hongkong kommen, um sich dort etwas anzuschauen, was sie zu Hause nicht sehen dürfen. Das spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Ich meine, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist. Das Museum soll erst 2017 eröffnet werden, aber das ist die Perspektive. Diese Situation wirft auch interessante Fragen auf. Also du hast mal die Beträge erwähnt. Seit dem Entscheid, dieses West Kowloon Cultural Center zu bauen, und man eben diese 3 Milliarden US-Dollar zur Seite gestellt hat, ist die Bauteuerung 92% in Hongkong. Das heißt, das Museum alleine wird schon 1 Milliarde kosten, wenn es fertiggestellt ist 2017. Die Lage auch mit dem Bahnhof beispielsweise führt zu Überlegungen. Ursprünglich wollte man
gemäß dem angelsächsischen Konzept eigentlich freien Eintritt gewähren. Nun muss man befürchten, dass aber Tausende von Zugpassagieren die Gelegenheit oder in einem gekühlten Raum Zeit zu verbringen nutzen, die mit der Kunst nicht viel am Hut haben. Also lange, gibt es lange Regenzeiten in Hongkong. Aber vielleicht können wir noch mal auf deine persönliche Perspektive zu sprechen kommen. Du wirkst nicht so, als hättest du keine Lust mehr, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Du bist ja auch in gewisser Weise noch in charge sowieso für die nächsten Jahre, weil, wie gesagt, das Museum wird erst 2017 eröffnet werden. Und bis dahin gibt es ja eine Verabredung, dass die Sammlung im Wesentlichen von dir verwaltet wird weiterhin. Es gibt ja fast täglich wahrscheinlich Anfragen auch an einzelne Kunstwerke aus der Sammlung. Als ich zum letzten Mal mit dir im Lager gewesen bin, kamen gerade Werke zurück aus der National Portrait Gallery in London. Das heißt, also, es gibt inzwischen ganz unterschiedliche Gründe, warum Werke von Uli Six Sammlung auf Reisen gehen. Wie siehst du eigentlich die Zukunft? Also es ist ja auch so, dass der Markt natürlich angezogen hat. Es wird immer teurer. Du hast die Künste ja zum Teil auch zu einem Zeitpunkt gekauft, wo sie noch relativ günstig war. Ich vermute mal, dass einige von den Leuten, die bei dir angefangen haben, sozusagen inzwischen fast unerschwinglich geworden sind. Wie kannst du eigentlich sozusagen noch mithalten mit anderen Sammlern, mit neuen Sammlern, mit dem Riesengeld, was da heute umgesetzt wird? Das kann ich eigentlich nicht und ich möchte das auch nicht. Also gerne würde ich es können von den Mitteln her, aber es wäre nicht so interessant. Ich gehe deshalb, sagen wir, mit den jungen Künstlern oder vielleicht mit Künstlern, die man heute als Künstler der zweiten Garde betrachtet, aber wir wissen, dass in der zeitgenössischen Kunst diese Qualifizierungen kommen und gehen und es gibt nichts Älteres als einen 15-jährigen Auktionskatalog und also ich habe auch diesen Anspruch aufgegeben, gerade auch mit dieser Schenkung quasi das ganze Kunstschaffen abzubilden zu wollen und kann ich eher meinen ganz persönlichen Vorlieben kann ich folgen und eben auch Werke gemeinsam mit den Künstlern produzieren. Also ich bewege mich eigentlich in diese Richtung und da ist nicht so viel Geld auf dem Spiel. Das heißt, du beschäftigst dich vor allen Dingen mit den Junioren, also auch zumindest inzwischen, sehr stark. Ja, kann man sagen. Es gibt ja vielleicht auch Fragen aus dem Publikum. Wir haben ein Mikrofon. Bitte melden Sie sich, da hat sich schon jemand gemeldet. Bitte schön. Herr Sick, Sie haben es erwähnt, oder Michael Schindhelm hat es getan, dass zu jener Zeit, als Sie begannen, sich in China für die neue Kunst zu interessieren, sich damit zu beschäftigen, es keine Museen, keine Galerien in unserem Sinne gab. Heißt das, dass auch diese propagandistischen oder missionarischen Werke des sozialistischen Realismus gar nie in öffentlich zugänglichen Räumen ausgestellt waren, sondern vielleicht nur als Reproduktion in Hunderttausenden von Parteibüros und Amtsstuben hingen? Oder falls es doch öffentliche Ausstellungsräume für diese Kunst gab, was passierte mit diesen Räumen dann in den Zeiten des Umbruchs? Ja. Gut, diese Kunst war ja Auftragskunst für die Öffentlichkeit und sie hing in der großen Halle des Volkes, in den Parteizentralen, in den öffentlichen Gebäuden, im Hauptbahnhof Peking, also überall in öffentlich zugänglichen Räumen. Und wie dann Mao starb, 1976, begann man zögerlich das eine oder andere zu entfernen und wie dann aber Deng Xiaoming die Macht übernahm und diese Öffnung deklarierte, wurde eigentlich alles von den Wänden gerissen, mit ganz wenigen Überbleibseln, wie zum Beispiel dem Mao-Porträt am Tiananmen-Portal. Und diese Arbeiten aus dem öffentlichen Raum und die auch in den Museen immer ausgestellt waren, die wurden zum Teil wurden die Künstler aufgefordert, sich die Arbeiten zurückzuholen, weil man sie loswerden wollte. Zum Teil wurden sie auch zerstört. Also ein ganz wichtiges Bild zum Beispiel wollte der Künstler dann eigentlich aus dem Museum, Militärmuseum Kanton holen. Und dann wurde ihm beschieden, dass man eben
weil der Rahmen so groß und gut war, die Leinwand zerschnitten hätte, um den Rahmen zu retten. Also auf alle möglichen Weisen, oder es gab alle möglichen Schicksale für diese Arbeiten, aber viele sind in den chinesischen Museen, aber sie lagern in den Kellern, weil man ja eigentlich die Kulturrevolution nicht thematisieren durfte, wollte, konnte. Und so wurden sie eigentlich nicht mehr gezeigt. Aber die wichtigsten Bilder ruhen in diesen paar Museumskellern. Und die Künstler haben aber ihrerseits sehr wichtige Werke eben zurückgeholt. Dieser Teil ist immer mehr auf den Markt gekommen. Ich habe sie seinerzeit noch von den Künstlern direkt gekauft. Ich habe diese Künstler ausfindig zu machen versucht. Keiner, vielleicht bis auf zwei Ausnahmen muss ich sagen, hat den Schritt je geschafft, noch für die zeitgenössische Kunst relevant zu werden. Sie waren also außerordentlich wichtig. Der populärste Poster wurde 900 Millionen Mal gedruckt. Jeder Mensch kannte diesen Künstler, dieses Produkt. Keine Zukunft mehr. Sie haben den Schritt nicht geschafft in die autonome Kunst. Das war ja eigentlich der Bruch von der Auftragskunst, etwas zu fertigen nach ganz bestimmten Randbedingungen, zu einer Kunst, wo man Inhalt und Form selbst wählt. Diesen Schritt haben diese Künstler nicht mehr geschafft. Aber diese Arbeiten kamen teilweise auf den Markt und im Wesentlichen sind die alle von einer Frau in Shanghai gesammelt worden. Die hat mehrere hundert Millionen ausgegeben für ein Museum und mehrere hundert dieser roten Kunst, wie man sie heute nennt. Und das Museum hat sie jetzt eröffnet und da kann man den Teil sehen. Er ist geduldet, diese Kunst ist jetzt geduldet, aber sie wird nicht gefördert. Aber einige dieser Künstler haben zwar vielleicht nicht den Weg geschafft in die Gegenwartskunst, aber sie haben ein neues Leben begonnen. Das wäre vielleicht interessant zu erzählen, dass einige ja eine zweite Karriere gemacht haben und zwar sehr erfolgreich. Ja, das ist tatsächlich so. Viele sind eigentlich überraschend, weil sie ja diese Bilder nicht etwa mit einer gespaltenen Persönlichkeit gemalt haben, sondern sie haben diese Euphorie geteilt und es sind eigentlich ehrliche Bilder, auch wenn das heute schwer nachvollziehbar ist. Viele von diesen Künstlern haben dann noch einige wenige Jahre gearbeitet, Porträts oder so realistische Bilder gemalt, die durchaus einen Markt in China haben, aber sonst nirgends. Und die haben dann aber mit ihrem, sagen wir, technischen Fertigkeit haben sie die Welt beeindrucken können. Und zum Beispiel in New York gab es zwei Galeristen, die haben 6 oder 10 solche Künstler nach New York gebracht, haben ihnen eine Wohnung gegeben und da mussten sie quasi mit Blumensträußen, Bildern, Stillleben, Porträts, mussten sie sich die Reise abverdienen und die wurden teuer in New York verkauft, aber das hat mit Gegenwartskunst eigentlich kaum was zu tun. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Künstler, der jetzt sagen wir in Kanada den größten Teil der Zeit verbringt. Ich habe ihm damals, es ist dieses erste Bild übrigens, das einzige, das wir hier gesehen haben, ich habe es ihm abgekauft und er hat darauf bestanden, dass wir das Bild nur nächtens und im Winter quasi aus seinem Studio herausbringen dürfen. Niemand darf erfahren, dass er dieses Bild verkauft hat. Es hat aber auch niemanden in China interessiert, aber für ihn war die Schranke doch, die psychologische Schranke, oder sehr hoch, sich von dem Ding zu trennen. Weitere Fragen? Ich muss vielleicht noch sagen, ein anderer Künstler auch, also der in Amerika mittlerweile lebt, der ein sehr berühmtes Bild gemalt hat, der hat dann Prinz Philipp gemalt und die Prinzessin Anne, ich weiß nicht mehr genau, wie er zu diesen Aufträgen gekommen ist, und Branson von Virgin, oder? Weil die eben solche fotorealistischen Porträts lieben. Dafür gibt es einen Markt und in China ist dieser Fotorealismus im Markt sehr teuer bezahlt. Also diese Bilder kosten Millionen und der bekannteste Fotorealist, also der hat so eine
ein Orchester von blonden Damen, also sind auch nicht Chinesinnen etwa, die Flöten spielen. Dieses Bild ist für etwa 8 Millionen Dollar über den Auktionstisch gegangen. Weitere Fragen? Okay. Ah doch, da ist jemand. Bitte schön. Wie ist es mit den Künstlerinnen, den weiblichen Künstlern? Hat sich das verändert im Verlauf der Zeit, jetzt bis heute, seit Mao? Natürlich hat diese Zahl ganz erheblich zugenommen. Die Absolventinnen der Kunsthochschulen sind ja, schon bald ähnlich hoch wie die Zahl der männlichen Absolventen. Es ist überhaupt ein Run auf die Kunstakademien, also die zentrale Akademie, die hat vielleicht irgendwie ein paar hundert Plätze und die muss sich mit 60.000 Bewerbungen auseinandersetzen. Das Berufsbild ist eigentlich attraktiv, auch wenn der größte Teil der ausgebildeten Künstler nachher etwas anderes tun wird als Kunst herstellen. Und ich sehe da immer mehr Frauen, aber sagen wir in der ersten Generation oder war es ein paar wenige Prozente Frauen als Künstlerinnen. Weitere Fragen? Ja, Uli Sieg fährt übrigens morgen oder morgen wieder nach Hongkong. Er ist auch in der Jury für die Entscheidung, der Architekturwettbewerb um das Museum M+ läuft im Augenblick gerade. Da wird also in dieser Woche noch entschieden. Wir werden es dann erst im Juni erfahren, voraussichtlich, wenn WikiLeaks nicht zuvorkommt, wer denn das Rennen gemacht haben wird. Und da sind Herzog und Dümmerung übrigens wieder im Rennen. Uli Sieg ist diesmal nicht der Mittelsmann, sondern sozusagen der Fachjuror, um zu entscheiden, ob diese Architekten Erfolg haben können oder nicht. Aber zumindest das Projekt nimmt Formen an und zugleich die Verantwortung wächst. Das Paradoxe ist ja, dass zwar die Welt immer mehr erfährt über die Sieg-Sammlung und Uli Sieg hat heute viel mehr Interviews zu geben als noch vor ein oder zwei Jahren, weil jetzt das Ganze natürlich Momentum gewinnt und die Diskussion pro und contra und auch eben durchaus contra, gerade auch aus Festlandchina, über die Sammlung und ihre Bedeutung zunehmen. Das Interessante ist aber, dass eigentlich so gut wie niemand die vollständige Sammlung kennt. Es sind bisher nur 300 Werke überhaupt circa öffentlich gezeigt worden, vor allen Dingen in westlichen Ländern. In China ist so gut wie noch nichts gezeigt worden. Das heißt also, obwohl die Sammlung nicht sichtbar ist und auch noch in den nächsten Jahren nicht sichtbar sein wird, hat sie bereits eine unglaubliche Bedeutung für den Diskurs der chinesischen Kunst und Kultur im Allgemeinen. Und das ist natürlich ein außerordentlicher Erfolg, den Uli Sieg damit erzielt hat. Und für diesen Erfolg einfach, dazu muss man ihm einerseits gratulieren, aber auch alles Gute wünschen, dass das sozusagen sich verstetigen wird, dass nicht das passiert gerade, was natürlich auch denkbar ist, dass von heute auf morgen solche Projekte beispielsweise wieder abgeblasen werden oder plötzlich die chinesische Zentralregierung eingreift und das Projekt in der einen oder anderen Weise versucht zu verhindern. Toi, 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 guten Flug, nicht nur übermorgen, sondern überhaupt für die nächsten Jahre und für die Zukunft der SIG-Sammlung. Herzlichen Dank. Danke dir. Auch heute gibt es übrigens einen Apéro und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es den sogar draußen, weil wir ja mediterrane Verhältnisse heute in Zürich haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das richtig, ne?